Basis bauen, wo wir uns auch das Portal eventuell reinbauen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir da das Portal reinbauen, weil das Portal, das macht ja auch immer nervige Geräusche. Und gegebenenfalls müssten wir sonst immer einen Obsidianblock zerstören, wenn wir das Portal nicht nutzen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, was wir jetzt machen. Mal schauen. Guck mal an, ein Schweini. Und noch ein Schweini. Ja, Mensch. Was haben wir da hinten eigentlich? Ah, ich finde das geil, dass ich die Render Distance nicht auf weit habe. Weil so muss man wirklich erahnen, was in der Ferne ist. Und das macht das Ganze immer noch so ein bisschen spannender. Finde ich. So. Eins können wir aber machen. Der Wald da oben, der ist ziemlich dicht. Und ich möchte mir ein paar Setzlinge mitnehmen und ein paar Knochen. Das hat alles einen Grund. Bretter. Nehmen wir mal 48 davon mit. Dann packen wir das mal weg. Die Erde, Schwarzpulver packen wir weg. Ja, ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Schnee. Pfeile. Immer mit. So, wo wollte ich denn hin? Ach, da wollte ich hin. Weil hier geht's jetzt lang. Ich habe nämlich gerade mal spontan so eine Idee. Hier geht's lang. Bla bla bla. Hier einmal durch. Und dann da oben. Da geht's dann hoch. So, so, so. Dann muss man da raufkommen. Kann ich aber mal kurz zeigen. Hier werde ich nämlich das nächste Portal hinbauen. Können wir ja mal machen. Setzling. Setzling und Knochen. Irgendwie sieht das Menü gerade komisch aus. Ja, das sah eben gerade wirklich komisch aus. Oder? Oder habe ich gerade was mit den Augen? Ich weiß das gar nicht. Ist ja auch egal. So. Hier ein Bäumchen. Ja, wir kommen im Winterwunderland. Aber irgendwie will hier nichts wachsen. Nein, nicht da, sondern da. Weil hier kann das dann schon wieder ganz anders aussehen, tut es aber nicht. Scheiße. Ach Mensch, wäre das doch bloß immer so einfach, Bäume wachsen zu lassen. Ja, es hat geklappt. Schön. Kannst du jetzt langsam mal wachsen? Ja, kein Knochenmehl mehr, schade. Dann werden wir zusehen, dass die von alleine wachsen. Ah, das will ich nicht haben. Ja, mal was ausprobieren. Schuldigt mich, wenn ich doch mal ein bisschen cheate. Ach, Tatsache, das geht. Aber nur bei Bäumen, die wachsen können. Ach, ist das geil. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das Lied dürftet ihr auch kennen.
Mice on Venus aus dem allseits bekannten Spiel Minecraft. Hat von euch schon mal jemand Minecraft gespielt? Also ich noch nicht, es soll aber sehr gut sein. Es soll sogar Leute geben, die davon Videos machen. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, weil wer will anderen schon beim Zocken zugucken? Hallo? Keiner. Richtig. Ich will das nochmal ausprobieren mit dem Grow. Hier geht das nicht. Auch nicht. Mano. Okay, dann will ich auch gar nicht weiter cheaten. Aber das finde ich ja geil. Das finde ich echt geil hier. Dann gehst du hier runter. Und dann hast du hier noch einen Baum. So. Der wird nicht wachsen, okay. Schade. Na, ist ja auch egal. Dann packen wir hier lieber nochmal ein Bäumchen hin. Ja, ist das geil. Weil dann sind wir die Setzlinge nämlich alle los. Cool. Finde ich eine nette Sache. Wo ist eigentlich unser Punkt auf der Karte? Ich muss mal eben gucken. Da. Ja, und dann geht man hier wieder zurück. Da oben sieht man quasi schon diesen dichten, dunklen Wald. Ich habe hier was gesehen. Ach, das war ein Schaf. Das ist ja auch egal. Mehr brauchen wir jetzt nicht wachsen lassen. Auf jeden Fall wissen wir, wo es dann lang geht. Hier werden wir einen Kiesweg machen zum Portal. Ja, und dann werden wir mal schauen. Hier können wir uns dann nämlich unsere Basis fertig machen. So eine schöne Basis aus Bäumen. Genau, wir werden die Bäume miteinander verbinden. Und den ganzen Komplex dann auch überdachen. Das will ich nämlich mal machen. Will ich nämlich mal kurz gucken hier. Wie hoch wächst der? Wow. Nicht so sehr hoch, aber ausreichend. Machen wir das hier auch nochmal. Und ich würde sagen, hier kann man es auch nochmal machen. Weil dann würde ich nämlich überall die Blätter entfernen. Ah, geht gar nicht. Weil, ihr seht, was ich vorhabe. Wir bauen dann hier in die Baumkronen. Da bauen wir dann hier diese Bäume höher. Und dann kann man sich da oben auch fortbewegen. Also so eine Art Baumhaus wird das. Halt ähnlich wie ein Baumhaus. Es wird kein Baumhaus, aber ähnlich. Aber ich glaube, das machen wir auch nicht mehr jetzt, weil es ist schon spät genug. Ich denke, wir werden diese Aufnahme erstmal beenden. Wir sehen uns dann heute Abend wieder, wenn es dann heißt Let's Play Minecraft. Ja. Und ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich sag erstmal Tschüssi. So, und weiter geht's. Okay, wir sind hier auf unserem Baumhaus und ja, ich wollte zuallererst erstmal sagen, dass mir das leid tut, dass die Folge heute so spät kommt. Aber ich hatte echt viel Stress, musste echt viel erledigen. Und deswegen musste ich mich erstmal um die Sachen kümmern, die wirklich wichtig sind. Deswegen konnte ich die auch erst jetzt hochladen. Beziehungsweise erst heute Mittag aufnehmen und dann über Nachmittag rendern und hochladen. Echt viel Stress gewesen und bin froh, wenn der ganze Mist vorbei ist. Aber das ist ja nun auch immer schön, dass ihr mich nicht hetzt oder sowas. Das finde ich gut.
Ja. Gibt nämlich momentan so ein bisschen Stress. Ich kriege nämlich von jemandem Geld und diejenige kümmert sich da nicht drum. Ja, und dann noch anderer Stress. Ihr wisst ja nun mal, wie das ist. Es könnte immer alles so einfach sein, ist es aber nicht. So, ich wollte nur gerade eigentlich mal gucken, ob ich hier noch Tannenholz habe. Weil ich wollte hier ja diese Plattformen miteinander verbinden. Und dann hier so ein schönes, so eine Art Baumhaus bauen. Aber das können wir ja gleich machen. So, okay. Ja. Und was habt ihr Schönes gemacht die letzten Tage? Und wie wird Deutschland morgen spielen? Wird Deutschland gewinnen oder wird Deutschland nach Hause fahren? Was sagt ihr? Ich selbst kann das ja immer nicht sagen, aber ich schätze mal, dass Deutschland entweder gegen Italien verliert und dann gegen Portugal gewinnt. Ist ja, glaube ich, sogar schon mal so gewesen. Ich weiß es gar nicht. Oder Deutschland wird gegen Italien gewinnen und gegen Spanien verlieren. Weil ich sag mal, die Deutschen sind bei Weitem, naja, ich sag mal, eigentlich die Besten. Aber das Problem ist einfach, dass die Spanier teilweise noch einen Tick besser sind. Ich würde es den Spaniern nicht unbedingt gönnen. Aber, ich will hier hoch. Aber ich würde es den Spaniern nicht unbedingt gönnen. Sie sind letztes Mal schon Europameister geworden. Sie sind auch Weltmeister geworden. Und das beides in Folge. Ja, da wird es mal wieder Zeit für so ein bisschen Abwechslung. Und Italien muss auch nicht, weil Italien war auch erst Europameister, soweit ich weiß. Aber naja. Ich finde ja immer die Berechnungen lustig. Ja, jetzt wäre Deutschland wieder dran, alle 16 Jahre, dann würde das passen. Das hat meine Mutter mir so gesagt. Ich so, ja, aber glaubst du dran? Ne? Ja, mir soll es ja recht sein. Mir ist das eigentlich egal, wer gewinnt. Hauptsache, ja, es macht Spaß zuzusehen. Und das macht es definitiv. Gerade beim letzten Spiel gegen Griechenland. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Moment. Ich muss mal ganz kurz was beantworten. Na klar, der bleibt. Ja, ist immer alles nicht so einfach. Naja. Da hat man schon genug Sorgen, die man nicht selbst verschuldet hat. Und da werden einem die Sorgen anderer auch noch aufgebürdet. Also, ja. Ne? Dann habe ich nebenbei noch die ganze Let's Play-Sache, worum ich mich auch kümmern muss, weil das ist ja schließlich mein Hobby. Es gehört ja zum Leben nicht nur eine Beziehung. So, es gehört schließlich auch noch Arbeit dazu. Es gehören auch noch Freunde dazu. Und es gehören auch noch die eigenen Hobbys dazu. Ne, man kann sich nicht 24 Stunden auf die eigene Freundin konzentrieren. Was soll das? Ne? Und gerade wenn man zusammen wohnt, da ist das sowieso dann noch ein bisschen was anderes. Da braucht man dann auch nicht mit irgendwelchen Vorwürfen kommen. Nur weil man einmal seine Kritik äußert. Ganz ehrlich, Leute, ist doch so, oder? Es geht jetzt zwar wieder so ein bisschen ins Private, aber ihr wisst ja, ihr kennt mich ja. Ich gehe ja gerne mal so ein bisschen ins Private. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich niemanden zum Reden hätte, aber ich habe ja hier meinen Kaffee. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken, Moment. Aber